DHL stellt immer mehr appgesteuerte Packstationen auf. Die haben kein Display, sondern die werden mit eurem Smartphone bedient. Wie das funktioniert, hatte ich schon mal in einem anderen Video erklärt, hier anzuschauen. Aber Zuschauer Meier Sefer hat darum gebeten, dass ich die Abholung von Paketen aus appgesteuerten Packstationen nochmal genauer und besser erkläre. Los geht's! Ja, ihr braucht zuerst die App Post und DHL. Die gibt es für Android und iOS Smartphones. Die ladet ihr runter und loggt euch dann in der App mit euren DHL-Zugangsdaten ein. Danach geht ihr in der App auf den Bereich Packstation. Wenn ihr das zum allerersten Mal macht, dann kommt die Aufforderung, dass ihr dieses Gerät, euer Smartphone, freischalten müsst. Wie das funktioniert, habe ich euch in diesem Video erklärt. Ihr braucht dazu entweder eure DHL-Kundenkarte, das haben ältere Nutzer, oder ihr bekommt einen Freischaltbrief zugeschickt. Wenn ihr dann freigeschaltet seid, geht ihr erneut in die DHL-App auf den Bereich Packstation und der Bereich sieht dann entweder so aus, so sieht er leer aus, wenn ihr kein Paket erwartet, oder so sieht der Bereich gefüllt aus, wenn ein Paket in eurer Packstation zur Abholung bereit ist. Wenn das Paket abholbereit ist, dann fahrt ihr zur Packstation hin, nehmt natürlich euer Smartphone mit und ihr stellt euch in ungefähr 1 Meter Abstand vor die Packstation. Dieser geringe Abstand ist wichtig, weil euer Handy gleich versucht, eine Bluetooth-Verbindung zur Packstation aufzubauen. Ja, bei diesem Video hatte ich Hilfe von Logistik Robin. Vielen Dank, Robin. Du bist tatsächlich dreimal mit dem Bus 45 Minuten lang zur appgesteuerten Packstation gefahren und erst beim dritten Mal hat es funktioniert. Bei den ersten beiden Abholversuchen konnte keine Verbindung zwischen Handy und der Packstation aufgebaut werden. Und diese technischen Probleme bekomme ich auch von anderen Nutzern auf paketda.de häufig zu hören. Viele sind frustriert, weil eben keine Bluetooth-Verbindung zwischen Handy und Packstation zustande kommt. Wenn euch das passiert, könnt ihr mal versuchen, euer Handy in den Flugmodus zu schalten oder einmal Bluetooth an- und abzuschalten. Vielleicht funktioniert es dann wieder. Aber insgesamt ist mein Fazit, dass diese appgesteuerten Packstationen relativ instabil laufen. Ja, aber wie gesagt, bei Robin hat es beim dritten Abholversuch funktioniert. Er ist um 22 Uhr nochmal zur Packstation gefahren und da hat die Abholung funktioniert. Ihr stellt euch also mit eurem Handy vor die Packstation. Dann geht ihr in den Bereich Packstation in der App und tippt einmal auf das Paket, das ihr abholen möchtet. Daraufhin wird dann ein bisschen versucht, die Verbindung aufzubauen. Und wenn das geklappt hat, erscheint die rote Schaltfläche Fach öffnen. Der Rest ist dann selbsterklärend. Ihr klickt auf Fach öffnen. Das Fach öffnet sich. Ihr entnehmt das Paket und anschließend drückt ihr das Fach wieder zu mit der Hand. Da müsst ihr euch nicht abmelden. Das funktioniert ganz von allein. Und die Packstation ist dann wieder betriebsbereit für andere Nutzer. Wenn ihr jetzt noch Interesse habt, wie man ein Paket an einer appgesteuerten Packstation verschickt, also ein Paket einlegen, dann könnt ihr euch noch dieses Video hier anschauen auf meinem Kanal namens Paketda.